Hallo und willkommen zurück bei Skyrim. Mit Vorgas und mir, dem Tivan. Ja, wir sind ja in der letzten Folge hier vor der Tür. Wir hatten sie ja schon mal kurz aufgemacht. Uns begrüßte da eine nicht so freundliche Ratte, die wahrscheinlich immer noch lebt. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach gleich weiter. Nicht viel reden, sondern einfach gleich drauf losstürzen. So. Und ich bin immer noch ganz früh am Morgen, habe immer noch meinen Kaffee. Ja. Okay. Okay. Was habe ich verbessert? Rüstung. Irgendwelche Rüstung. Lebt hier noch was? Hallo? Ja, okay. Aber nicht gerade hier bei uns jetzt. So, mal sehen. Vielleicht schaffen wir ja heute dieses Staubmannsgrab durch. Wäre schön. Also ich würde mich freuen, wenn man das jetzt einfach hier auch mal abschließen könnte. Weil wir sind ja eigentlich schon... Hä? Okay. Eine Tür. Hier haben wir ein Alchemielabor. Während eines Kampfes. Ach, ehrlich. Wo ist die dämliche Ratte? Okay, ja, ich weiß, wir müssen da lang kommen. Nochmal kurz zurück. Was haben wir hier? Durchsuchen. Gold. Beschlagene Rüstung. Ja, das ist ja die, die wir auch gerade dann haben. Wieder Einbalsamierungswerkzeug, ne? Das wird mich ja noch in meinen Träumen verfolgen. So. Was? Ja, mach's doch platt. Naja, denn... Weißt du, sonst rennt der immer vor und... Geil, oder? Das wurde jetzt mal eine geile Ansicht. Alter Falter, ehrlich, voll geil. Hat mir gefallen. Das sah cool aus. Okay. Begräbnisurne. 2 Gold. Nehmen wir natürlich mit. Kollege, wir ist Novize. Huch! Mal ehrlich. Jetzt. Nein, noch ein bisschen. Ja, okay. Haben wir das auch aufgeschlossen? So, ein Trank. Eine Begräbnisurne. Wir brauchen irgendwie dringend wieder mehr von dem Dietrichen. Da waren wir drinnen. Nimm mal die Waffen weg, sonst sehe ich ja nichts. Ist schon komisch irgendwie. Ist alles so... Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht richtig sehe. Ich weiß nicht, wie es bei euch da ist. Oh, Vorgas. Ach so, wenn ich meine Waffen wegstecke, steckst du deine auch weg. Alles klar. So, können wir jetzt eigentlich den... Ja, jetzt können wir das Alchemielabor benutzen. So, was haben wir denn alles Schönes hier? Zutaten. Ausdauer sinken, Ausdauer wiederherstellen, Beschwörung verstärken. Ach so, stimmt ja. Leute, ich muss einen Schluck Kaffee nehmen. Wir könnten ja jetzt entweder das, was wir schon erforscht haben oder rausgefunden haben, oder wir machen einfach mal neue. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen das, einen Distelzweig und das. Was kriegen wir? Herstellung des Zaubertranks Fegeschlangen, alles klar. So, Distel 2, Falkenfedern, Knochenmehl, Ausdauer sinken. Okay, das ist jetzt nicht so. So, was haben wir denn noch? Eine 2x Zutat. Lavendel, Falkenfedern, Knochenmehl. Oh, Beschwörung verstärken, Lavendel. Na, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt nehmen wir mit Knochenmehl. Nehmen eine rote Bergblume und einen Schimmerpilz. Fegeschlagen, alles klar. Was haben wir noch? Skiberschwanz, rote Bergblume, Lavendel. Oh, erschaffen.
Gift. Magika sinken. Okay, sehr geil. Ja. Gut. Ich sag doch, hier können wir so echt rumprobieren und was schon geil gemacht. So, aber ich habe gesagt, wir wollen das Ding hier heute vielleicht fertig kriegen. Hallo. Achso, hier lang. Oh Mann. Voll durcheinander. Dann geht's hier lang, dann geht. Nicht schon wieder diese scheiß Spinnen. Ich hasse Spinnen. Gesundheit niedrig. Oh. Moment. So. Ist hier noch irgendwo was? Okay, erstmal nicht. So, Frostbissgift. Frostbissgift. Ah ja, Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich mag sie absolut nicht. Da hinten ist noch irgendwer. Okay. Geht es irgendwie da? Oh, ein Ruheloser. Wir helfen dem mal jetzt hier ganz schnell. So, und weg. So, 5 Gold. Wieder ein Bogen, eine Axt. Alles klar. Ja, für das Knochenmehl und diese 2 Gold springe ich hier runter. So, man könnte ja auch mal ein bisschen rennen, ne? Na Kollege, kommst du noch hinterher? Wenn ich renne, das ist nicht ja so, hm? Das ist für dich nichts. So. Ich hab irgendwie. Irgendwie das Bedürfnis, dass ich wieder nichts sehe. Oh, 13 Gold. So, was haben wir hier? 18 Gold. Eisenrüstung. Ne, die brauchen wir nicht. So. Alter. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich den Typen sehe, ne? So unverhofft, drehst dich um, dann steht er da. So. Links, rechts, oben, unten. Na, das Schild brauchen wir nicht. Obwohl es vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt wäre, das Schild später anzulegen. So, was haben wir hier? Eisenschwert? War ja nicht. Gold, Eisenhelm brauchen wir nicht. Oh Mann. Das ist noch ganz schön groß hier drin. Okay, Eisentür. Durch die Eisentür, denke ich mal, sind wir dann wahrscheinlich da, wo wir hinwollen. Los, rein da. Ja. Ah, wie geil. Ich habe so eine blöde Vorahnung. Kollege, zieh dir eine Waffe. Wir sind hier nicht alleine. Okay, da ist wieder so ein. So, was haben wir denn hier in der Truhe? 87 Gold, Rolle des Chaos, Ring der. Oh, die Erfälschung ist eines Taschendiebstahls wird um 15% verbessert. Sehr schön. Leichte Rüstung, die nehmen wir natürlich gerne mit. So. Okay, aber. Ihr seht ja schon mal, das hier wird wahrscheinlich gleich das Ende sein. Vom Staubmannsgrab. Oh, mal sehen, wo wir dann hingehen. Oh, die Sehnsteine nehmen wir natürlich mit. Okay, wir nehmen erstmal hier den Schrei. In uns auf. Wow, Schrei. Wort
Der Macht gehören Feuerarten. Ja. Sehr, sehr nice. So. Fragment von Wuthart. Wutrad. Okay. Ah, genau. Das ist ja bei dem hier. Bei den Gefährten. Monster-Gefährten, die Wächter, die Gefährten. Ist ja bei denen im Hauptquartier hängt eine Waffe und die ist ja auseinandergesplittert. Und das ist diese hier, dieses Wutrad. Und da sollen wir die ganzen Fragmente sammeln. Und das wäre jetzt das erste Fragment. Aber Leute, ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nehme, wir nehmen es so oder so gleich, davon abgesehen. Aber dann wird es hier drinnen lustig. Und deswegen haben wir den Typen ja mit. Aber ich möchte einfach jetzt mal vorsichtshalber jetzt schon auf Nummer sicher gehen, dass wir auch alles haben. Oh, Granatstein, oh moin, Wahnsinn. Ja, so. Weil, wenn ich. Komm, scheiß drauf. So, abgeschlossen. Bringe das Fragment in deinen Besitz, kehre nach Jorvaskar zurück. Also, das ist in. Ich sag doch, da kommen sie. In Weißlauf. Put, 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 put. Ja, aber genau im Kopf drin, mein Junge. Und eine neue Stufe. Naja, sehr schön. Seht ihr? So klappt das doch. Na, da fliegst du, Junge, hä? Ach du Scheiße, das hört ja gar nicht auf. Junge, du musst schon ein bisschen mitklippen. Und du brauchst ja auch nicht abhauen, Freund. Hier kommst du zurück. Aber zurück hier. So. Noch irgendwo was? Was ist los, mein Junge? Guck hier. Ja. Jetzt wegstecken. So, jetzt gehen wir systematisch vor. Von vorn nach hinten. Alles mal looten. Gut. Okay, jetzt. Was machst denn du? Alter, der metzelt doch hier einfach alles eiskalt weg. Was stimmt denn nicht mit dir? Oh. Die hat 15. Na komm, die nehmen wir mal mit. Was ist da noch? Alter, wie viele kommen denn man hier noch? Du weißt, dass du verbrennst. Alter. Oh, das ist ein Ruheloser. Okay, danke, Vergas. So. Hier kommen hier noch mehr. Wollen die mich freuen? Naja. Noch welche? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So. Hier waren wir fertig. So, das brauchen wir. Meine Güte, das waren jetzt aber sehr viele. Ja. Umso mehr Loot haben wir, umso mehr Gold. Gut, umbauen, okay. Ehrlich. Mir war so, als ob ich noch einen gehört, aber. Wieder ein Diadem. Oh Mann. Okay. Okay, anscheinend den hatten wir schon, oder der hat nichts gehabt.
Die kannst du schön sehen, schön. Alter. Ja. War schon heftig. Aber irgendwie wollen wir auch ein bisschen vorankommen. Auch was Leveln angeht. So, ja, da war ja nichts drin. Hatten wir den hinten, hatte ich glaube schon, oder? Ja. So. Ja, perfekt. Freunde. Aha, hier. Hier ging es raus. Hier ging es raus. Ziel, stopp, man. Oh, ich glaube, wir sind draußen. Sehr, sehr schön. Nee, wir sind noch nicht draußen. Oder? Vorgas, guck's mit. Ah, hier ist wieder ein Geheimer. Ein Geheimgang, den wir jetzt öffnen. Von der anderen Seite. Da lang. Ha, und genau, hier ist der Ausgang. Sehr schön. Naja, einmal frei. Sehr schön, haben wir das Grab auch erledigt. So. Genau, das war ja hier unten. So, Farkas, bleibst du noch bei mir oder machst du jetzt gleich wieder einen auf alleine? Hängemaus. Das sieht ziemlich dunkel aus, oder? Oder ist auch Nacht? Alles klar. Wir könnten... Ach ja, da unten Mammuts und Riesen. Das haben wir ja auch alles jetzt mittlerweile entdeckt. Fuchs. Ich wollte euch noch zeigen, hier unten war nämlich noch so ein Skelettfriedhof. Und da ist auch eine Kiste. Ich glaube, die konnte ich auch noch nicht öffnen. Das ist mit Meister. Ja, hier waren halt, glaube ich, auch zwei oder drei Skelette, die ich zusammen mit Farkas Blatt gemacht habt. Und bevor wir da rein sind. Ja. So. Ich würde sagen, wir könnten jetzt per Schnellreise oder wir laufen. So, zeig mal her. Wir sind... Stopp uns gerade. Stopp mal. Hä? Hä? Stoppmannsgrab. Ja, ich weiß, Stoppmannsgrab. Muss ich vielleicht noch ein bisschen weglaufen, damit das zählt? Weil ich wäre doch schon gern... Per Schnitten. Ach, Renoir auf alt. Cool. Das brauch. Ich will jetzt nicht die Arme beklauen. Ne? Ja. Okay, hier ist anscheinend noch eine Höhle. Können wir gucken mal hin. Was haben wir denn hier? Redorans Zuflucht entdeckt. Ganz, ganz ehrlich. Mal kurz runter gucken, ob das auch wirklich... Ne, ja, es ist ein Eingang. Und ich glaube, hier müssen wir auch noch für eine Quest hin. Ja. Okay. Machen wir später, wenn es dran ist. Ja. So ist das. Ach, da müssen wir. Okay, jetzt muss man aufpassen, dass uns jetzt hier nicht irgendwelche Riesen oder so über den Weg laufen. Oder Mammuts, weil da, wo die Mammuts sind, sind auch meistens die Riesen. Ja, so, was haben wir da noch? Auch noch irgendwelche Ruinen? Oh Mann, ich sag doch, hier gibt es so viel zu entdecken. Aber ich würde jetzt gerne erstmal die Quest auch wieder abgeben. Aber schon mal so einen kleinen Überblick über die Map. Ja, den kann man ja schon mal so ein bisschen zeigen, dass das halt, ja, immer größer wird. Ja, Mammuts, Riesen. Werden wir später alles platt machen. Hoffentlich.
So, aber jetzt, wie gesagt, ich möchte gern die Quest noch abgeben. So. Schauen wir mal. Wir laufen einfach querfeldein, geht am schnellsten. Ja, die Ausdauer ist jetzt nicht, wenn du über längeren Zeitraum rennen möchtest, sprinten möchtest, aber doch ein bisschen zu wenig Ausdauer. Ja, ich glaube, wir haben immer noch den Stufenaufstieg, ne? Oh Mann. Ah, ich vergesse das immer. Hä? Achso, ja, wir sind ja schon hier. Hallo. Geil. So. Ja. Oh, du hast es so schwer, mein Junge. Oh. Ab nach Weißlauf. Ja, ihr seht, es war jetzt nicht allzu weit weg. Ja. Aber ja, es reicht hin. So, hey. Okay. Da, 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 da. Ihr genießt das Vertrauen des Jarls, mein Freund. Und damit auch das Weib. Naja, das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn ich euer Vertrauen habe. Ich gucke immer mal rüber aufs Aufnahmeprogramm, ob das sich alles so 1:1 verhält wie auch jetzt hier im Spiel. Ich glaube, wir müssen hinten einfach hin. Aber es scheint alles noch gut flüssig zu sein, also keine Probleme. So, naja, dann schließen wir mal ab. Grüß dich. Die Person ist beschäftigt, ehrlich jetzt. Ehrlich. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Ja. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Er wird für ihn sprechen. Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Ja, gut erzogen. Zu Ehren eure Schwerter erheben. Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Aha. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die Gefährten seit den Tagen ferner lasst es mit unseren Schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ihr gehört jetzt zu uns. Ja, ich glaube, cool. Ihr werdet uns nicht enttäuschen. Abgeschlossen, die Aufnahmeprüfung. Sehr schön. Frage, die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die okay. Nicht für sich selbst kämpfen können. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Okay. Tja. Also somit sind wir jetzt offiziell Partner oder Mitglied. Ja, immer jung, setz dich in dein Stühlchen. So, jetzt können wir hier bei denen, könnten wir jetzt überall Aufträge annehmen. Aber ich möchte jetzt gerne noch die Stufe machen. Machen wir Ausdauer oder wieder Magicka? Können wir jetzt mal Ausdauer.
Eben habe ich noch gesagt, jetzt müssen wir Ausdauer machen. Schleichen, Schloss knacken. Was haben wir hier? Novizenschlüssel sind viel einfacher zu knacken. Ich weiß es nicht. Taschendiebstahl, Redekunst. Huch! Alchemie. Redekunst. Falschen. Einkaufspreise sind um 10% niedriger, Verkaufspreise sind um 10% höher. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Beschwörung, Zerstörung. So, was haben wir hier? Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magie. Das hat man ja. Doppelter Zerstörungszauber. Durch das doppelte Wirken eines solchen sind die Effekte viel wirkungsvoller. Ja, ist jetzt die Frage. Was anderes können wir eh noch nicht machen. Beim Zerstörungszauber. Also ich würde das schon gern machen wollen. Durch das doppelte Wirken sind die Effekte viel wirkungsvoller. Ah, nee, ich glaube, das ist zweihändig. Das heißt, du hast links und rechts. Alles klar. Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig, einhändig. Oh, wartet mal, wir können... Ah, was können wir denn hier machen? So. Angriffe mit Kriegsäxten verursachen zusätzlichen Blutungsschaden. Okay. Oh Mann. Diese Navigation ist echt nicht so das Prickelnde. So, was haben wir hier oben? Knochenbrecher. Angriffe mit Streitkolben. Angriffe mit Schwertern. Und hier haben wir Angriffe mit zwei Waffen sind 20% schneller. Nee. Oh Mann. Okay, ich würde das mit den Kriegsäxten machen, weil ich zurzeit auf Kriegsaxt spiele. So. Da haben wir das schon mal. Wir werden doch viel, viel mehr machen. Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir die ganzen Quests machen oder? Ich glaube, wir nehmen die dann an, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ja, wir haben jetzt das Staubmannsgrab hinter uns. Ja, wurden jetzt aufgenommen bei den Gefährten und ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, durch Quests noch ein bisschen nach oben arbeiten, dass wir auch, Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Ach ja, was willst du damit sagen, Rotauge, hä? Wenn ich kann, vermeide ich es, nach Ostmarsch zu gehen. Alles klar, naja. Okay, danke. Gut. Ja, damit verabschiede ich mich von dieser Folge und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und denkt doch vielleicht auch mal an die Bewertung. Würde mich immer freuen, positiv sowie auch negativ zu lesen. Was ist schlecht, was ist gut, wie auch immer. Also, ja, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.